Okay. Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Guten Morgen. Ich bin Christian Viola. Ich bin Engineering Manager bei Issue. Ich kümmere mich primär um Quality Assurance, Mobile, das Reader-Team und unser Funnel-Team. Das macht jetzt alles gerade vielleicht nicht ohne hundertprozentig Sinn. Heute sprechen wir darüber, wie wir interaktive Inhalte mit Issue erstellen und teilen können. Fangen wir an mit ein bisschen was Organisatorischem. Sie als Teilnehmer sind alle erstmal stumm geschaltet, um einfach die Aufnahmen da in guter Qualität auch zu haben. Wenn Sie Fragen haben, einfach die Q&A-Taste in der dem Meeting Control einfach benutzen, da reintun, nicht den Chat benutzen. Der Nachteil an dem Chat ist, dass wir die Aufzeichnung nicht speichern können und das wäre dann einfach weg und das wäre super schade drum. Also einfach da rein tun. Wir kommen zu den Fragen am Ende. Wir sind ja eine relativ überschaubare Gruppe hier. Daher werden wir auch wahrscheinlich zu den meisten Fragen kommen. Sollten wir nicht zu allen Fragen kommen, kommen dann auch nochmal Follow-ups. Ich habe auch meine Kollegin Jana hier. Sollten die Fragen Sachen betreffen, die ich gar nicht beantworten kann, dann frage ich sie einfach noch so ein bisschen dazu und sie hilft mir dann noch so ein bisschen. Wunderbar. Gut, dann starten wir mal die Agenda. Heute, wir steigen ein und gucken uns mal an, wie man Publikationen erstellen kann, wie man die optimieren kann, Links dazu erstellen. Gibt da verschiedene Möglichkeiten, Issue-Templates zu benutzen. Wir haben auch eine Canva-Integration. Das zeigen wir dann auch, zeige ich dann auch, da gibt es eine Demo dazu. Links und Videos, wie wir Publikationen teilen und einbetten können, über Fullscreen-Reader, Embeds und auch über einen QR-Code. Steigen dann ein und noch ein bisschen andere Formate, wie man GIFs erstellen kann, Article Stories und Visual Stories, wenn das keinen Sinn macht. Ich erkläre das gleich alles nochmal im Detail. Und wir runden das Ganze ab, steigen in Statistiken ein. Und am Ende ist dann Q&A und noch so ein paar Sachen, die am Ende noch dazukommen. Okay, dann die ersten 10 Minuten sind, glaube ich, jetzt erstmal nur so ein bisschen Slides. Ich führe sie da so ein bisschen durch die Plattform, aber da kommt auch so ein bisschen direkt Demo. Das machen wir eins nach dem anderen, damit wir nicht immer ständig zwischen den Fenstern vor und zurück müssen. Also der Start ist am einfachsten über Templates. Das sieht man hier so ein bisschen, sind hier in der Mitte. Hier Book, Magazine, Portfolio, Katalog steht. Wenn man da draufklickt, dann kann sie entscheiden, entweder laden sie die runter oder eine Preview sich angucken. Die können dann als PowerPoint, als Google Slide oder Keynote also dann runterladen. Eine andere Möglichkeit, die Dokumente zu verfüllen, das zeige ich auch zu befüllen, das zeige ich auch nachher über Canva. Da haben wir so eine Issue-Integration und das kann dann die Inhalte einfach rüberportieren. Vor dem Upload sollten Sie ein PDF direkt haben. Nur so ein paar Hinweise dazu. Wir sehen das immer wieder, dass Kunden da ein Problem laufen. Der Issue Reader, also das Flipbook selber, das passt sich sozusagen dynamisch an die Inhaltsgröße an. Das heißt, Sie können da beliebige Inhaltsgrößen reintun. Das kann dann Vor- oder Nachteile haben, je nachdem, was das ist. Wenn das jetzt nur Slides sind, dann kann das unter Umständen auf mobilen Geräten ein bisschen schwer zu lesen sein. Also da einfach mal gucken, wo das jetzt angepasst werden kann. Wir unterstützen sehr, sehr viele Formate, PDF natürlich, aber auch Word, Doc, DocX, PowerPoint, OpenOffice, WordPerfect und so Rich-Text-Formate. Und seit so 2, 3 Wochen auch E-Book-Formate, MOP und EPUB und Google von Google die Google Slides und Google Docs. Auch noch ein kleiner Hinweis, auf das richtige Layout zu achten. Ein einseitiges Layout ist hier genau das Richtige. Die Transformation in diese doppelseitige Struktur, das machen wir automatisch. Also da müssen Sie eigentlich nichts tun. Das funktioniert dann so.
Also einfach immer sozusagen eine Seite nach der anderen dann lassen. Das zeige ich auch gleich nochmal. Der Dokumentenname, der wird in der URL der Publikation verwendet. Und den kann man auch leider im Nachhinein nicht mehr ändern. Also da den Namen dann aussuchen, das ist hier so rechts unten, wie das dann nach einer URL aussieht. Das ist dann die Issue, Domain, der Username, Dokument und dann der Dokumentenname, was das dann sein soll. Das wird alles Lowercase gemacht. Genau. Super, das war so ein bisschen so zum Upload. Wie gesagt, das demonstriere ich nochmal. Jetzt steigen wir mal ein in den Bereich für Links und Videos. Der Upload funktioniert so, dass die Links automatisch erkannt werden. Also die werden erkannt und umgewandelt. Und also auch Webseiten und E-Mail-Adressen. Im Premium-Plan werden die auch, kann man das auch einschalten. Also da gibt es dann so einen kleinen Toggle, man machen kann. Und dann, wenn man da so drüber hovert, dann zeigt er das rein, kann der Leser dann draufklicken. Und das funktioniert dann relativ einfach. Da gibt es auch einen Helpcenter-Artikel dazu. Den teilen wir dann im Nachhinein auch nochmal. Nachdem das dann hochgeladen ist, können Sie natürlich auch in das Dokument einsteigen und dann seitenweise durchgehen und noch mehrere Links hinzufügen. Man kann da Hyperlinks hinzufügen, also so Webadressen, Videos, die können sich dann aussuchen, ob die dann automatisch abspielen sollen oder erst, wenn man da draufklickt. Auch ein Shopping-Link. Das ist im Endeffekt, der Shopping-Link ist einfach nur eine Box mit dem Symbol, mit so einem Einkaufssymbol dahinter, um das so ein bisschen visuell einfacher verständlich zu machen, das hier draufklicken, um Sachen zu kaufen. Und natürlich auch im Dokument vor- und zurückspringen, Seitenverweise, quasi vom Inhaltsverzeichnis direkt auf Seiten reinzuspringen. Das können Sie damit machen. Das ist alles relativ einfach. Zeige ich nachher auch nochmal. Zum Teilen und Embedden. Da gibt es, wenn man dann auf der Detailseite der Publikation selber ist, da ist das relativ leicht. Da gibt es da oben rechts so einen Share-Button, da klickt man dann drauf und da gibt es dann die verschiedenen Optionen, dass man einmal die Publikation sich selber angucken kann, wie das dann auf issue.com aussieht oder Fullscreen-Sharing, aber auch die verschiedenen anderen Optionen, die wir anbieten, zu Social Media, Mailchimp, und auch den QR-Code, der dazu kommt. Kleiner Hinweis noch, dass die Publikationsansicht auf issue.com so ein bisschen abhängig ist vom Plan. Also für Basic- und Starter-Pläne wird da Werbung mit angezeigt. Und das sieht dann ungefähr so aus aktuell. Und im Premium- und Optimum-Plan werden die dann entfernt. Und das ist dann da wird dann der sozusagen der Reader im Theatermodus angezeigt, also voll skaliert auf der Seite und keine Werbung wird dann angezeigt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter Hinweis da an der Stelle. Moment, genau, wie schon gesagt, ne, der Link auf issue.com, darunter zeigen wir dann auch noch weitere Hinweise wenn Sie mehrere Dokumente hochgeladen haben, zeigen wir natürlich auch noch andere Dokumente an der Stelle. Es gibt noch ein paar andere Features dazu, dass man das daraus direkt teilen kann. Die Leser selber können sich das noch speichern in ihrem Profil oder das Dokument auch runterladen. Wie man das konfigurieren kann, das zeige ich auch nachher alles nochmal. Genau. Es gibt auch den Vollbild-Reader-Link. Also dann, da wird, da sieht man quasi gar keine Controls mehr, bis auf reinzoomen, Seite vor und zurück und in Fullscreen reinzugehen. Können auch noch teilen, aber selbst das kann man einstellen. Und da kommen wir dann auch noch dazu. Und unsere Embed-Version, das ist für die Kunden, die gerne das auf ihre eigenen Seiten, WordPress oder Squarespace auf den Seiten anzeigen möchten. Da kann sich so ein Iframe-Snippet rauskopieren und das dann einfach an die richtige Stelle legen.
Und auch hier, wie Sie sehen Sie hier, da ist so ein Shopping-Link aktiviert und dann kann man auch direkt daraus das mit der Seite aktiv verbinden. Der QR-Code ist, das ist ganz praktisch für vor allem für so für Restaurants oder wenn man den möchte, dass die Kunden sich das sozusagen runterladen an der Stelle. Ne? Kann man hier den QR-Code erstellen und der ist im Endeffekt einfach nur ein Link zu der Publikation selber. Also wie gesagt, bei Restaurants ist so das einfachste Beispiel. Kann man ausdrucken, entweder direkt vorne an die Eingangstür machen, dann können Sie da ein Foto machen oder auf Tische, je nachdem. Aber da gibt es noch un viele verschiedene Möglichkeiten, um Bedienungsanleitungen und weitere Sachen anzuzeigen. Also das ist auch super praktisch, befindet sich dann auch unter Teilen. Genau. Und zu guter Letzt kommen dann noch die Statistiken, das ist das Letzte, das ist das Vorletzte. Die verschiedenen Issue-Formate. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über die Publikation, den Vollbildreader und die QR-Einbettung geredet und die Einbettung selber. Aber wir bieten auch den Export als GIF-Format an, also GIF und Videoformat, MP4. Article Story ist im Endeffekt Teile der Publikation, die mobilfreundlich angezeigt werden können. Und dann noch Visual Stories. Die sind insbesondere für Social Media Plattformen so wie Instagram und TikTok ganz, ganz hilfreich für den Story-Modus da, um da auch nochmal auf die Publikation aufmerksam zu machen. Aber das zeige ich alles nochmal, wie das funktioniert. Genau. Das meinte ich hier schon. GIFs werden entweder im GIF oder MP4-Format für verschiedene Kanäle. Die meisten unserer Kunden benutzen das für ihre Newsletter. Weil wir auch eine Mailchimp-Integration mit anbieten. Das ist dann ganz praktisch, wie das aussieht. Kommen wir auch nochmal gleich dazu. Teilausschnitte, also Article Stories. Das ist wirklich der Vorteil hier von dem, ist es, dass es einmal mit der Publikation selber verbunden ist. Also wenn das auf Issue, wenn der, wenn Ihre Leser das auf Issue.com lesen, dann wird das mit angezeigt dort, dass sich innerhalb der Publikation Article Stories befinden und die können dann da einsteigen. Das ist insbesondere für die mobilen Geräte recht hilfreich. Auch für Newsletter kann man das da verwenden. Und Visual Stories, wie ich schon meinte, die verschiedenen Formate kann man dann entweder direkt von Issue verbinden. Wir haben so eine spezielle URL, von der wir das aussteuern oder auch die Videos runterladen als Gesamtvideo oder einzeln. Wie Sie das dann irgendwie das dann am besten in Ihre Kampagne da passt. Genau. Und jetzt zu guter Letzt die Statistiken. Da gibt es auch noch einen Unterschied zwischen dem Free und Basic dem Starterplan. Da sind die Statistiken auf 30 Tage begrenzt und Premium und Optimum, da kommen noch so ein paar nette Funktionen dazu, die dann Sinn machen, dass Statistiken so sozusagen auf Seite und Inhaltsebene funktionieren, die können runtergeladen werden und gibt auch noch Inhalte da über die Geografie und welche Lesegeräte dazu kommen. Wir zeigen dann auch nochmal, von wo die Inhalte gelesen werden. Kann man da so schön rüberhovern. Wie gesagt, das zeige ich dann auch nochmal, um nochmal ein bisschen mehr Insights zu bekommen, aus welchen Ländern da die Leserschaft kommt. Was immer gut zu wissen ist, und wir teilen das relativ gerne, zu sagen, wie messen wir? Wir haben einmal Impressionen, das ist quasi einfach nur, es wird einmal angezeigt und das war's dann. Und wir sprechen dann von Reads, also von wie lange jemand das, wenn das jemand gelesen hat. Und das zählt ab einer Zeit von länger als 2 Sekunden. Also alles, was unter 2 Sekunden ist, wenn das Ding nur kurz aufgeht und dann eigentlich wieder zugemacht wird, das zählt dann nicht als gelesen. Darum sind die Impressionen in der Regel auch immer höher also die Impressions sind höher als die Reads. Wir haben auch eine durchschnittliche Lesezeit und die wird dann gerechnet von allen, die über 2 Sekunden drauf waren, die ganze Zeit akkumuliert und dann wird so der Durchschnitt dazu angezeigt. Wie gesagt, können sich auch alles dann runterladen im Premium-Plan. Gibt eindeutige Linkverfolgbarkeit, wo dann genau auch steht,
wo haben wir wie viele haben quasi den Link gesehen, wie viele haben drauf geklickt, auf welcher Seite das war, wenn sie da noch mehr Insights brauchen oder an ihre Advertiser da nochmal Informationen weitergeben wollen, können und müssen. Habe ich auch schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, die Statistiken runterzuladen im CSV-Format und das in dem Analyse-Tool ihrer Wahl nochmal ein bisschen genauer anzusehen. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen so in den Demo-Teil des Webinars. Ich zeige jetzt mal, wie ein paar, naja, Beispielkunden insbesondere den Share- und Embed-Teil benutzen. Das hilft immer. Also die Slides sind da nicht sehr hilfreich. Ich habe das hier einfach mal so ein bisschen vorbereitet, um einfach da einen besseren Eindruck Ihnen da geben zu können. Also das, was Sie hier sehen, das ist der Fullscreen-Reader. Der kann man hier durchblättern. Der geht quasi, dieser Link, also das ist die normale Dokument-URL und mit einer Konfiguration dahinter, und der sagt dann einfach genau, wie er dann aufgehen soll, was er dann machen soll. Man kann sogar sagen, welcher Seite der öffnen soll, und kann hier vor- und zurückblättern. Hier unten kann man dann auch noch vor- und zurückblättern, kann auch reinzoomen, wie Sie möchten. Dann gibt es die, das ist auch eine Fullscreen-Version, aber die ist komplett embedded in dem Magazin hier. Also man sieht das hier an der Stelle gar nicht mehr, bis auf das Logo, was man theoretisch auch entfernen könnte. Hier ist gar kein Hinweis darauf, dass es bei Issue geladen wird. Und hier ist die Ansicht auf issue.com. Und hier unten sehen Sie auch den Article Story Teil, der dazu angezeigt wird. Also die verschiedene Version. Das gehört quasi zu der Publikation dazu. Und die Hinweise zu Read More oder ähnliche Sachen werden dann einfach danach angezeigt. Aber das Navigationskonzept ist quasi dasselbe. Man kann auch mit den Pfeiltasten sich hier durchbewegen. Das funktioniert auch auf mobilen Geräten, also auf Tablets mit vor- und zurückbewegen und so weiter. Genau. So. Hier ist ein schönes Beispiel, wie einer unserer Kunden Article Stories verwendet. Also die linken quasi direkt von ihrer Seite auf diese Seiten. Wir sehen, das ist so eine Art Medium-Style, sagen wir so ein bisschen so Text-Bild, vorwärts laufen. Das wird automatisch generiert zum größten Teil, wenn das unsere Technologie erkennt. Ansonsten können Sie die auch natürlich manuell entweder verbessern oder auch manuell erstellen, sollte das dann nicht geklappt haben. Aber das zeige ich, wie das aussieht, zeige ich dann auch nochmal. Das ist eine Newsletter-Version für Article Stories. Also der hat dann sozusagen hier immer die verschiedenen Article Stories, und wenn man dann drauf geht hier, dann springt er quasi wieder auf dasselbe Dokument zurück, immer wieder auf die Article Stories rein. Ich mache das mal gleich wieder zu. Und hier ist ein Beispiel für eine Visual Story. Sehen Sie hier oben die URL, das ist dann auch wieder bei Issue. Und Sie kennen das vielleicht von Social Media Plattformen, da springt er dann quasi immer sozusagen, sag mal so, weiter nach einem gewissen Zeitablauf. Das ist auch eine feste Zeit, das kann man leider noch nicht konfigurieren. Sie können das von hier entweder auf Facebook, Twitter per E-Mail teilen, aber sich auch den Link dann holen. Und wie man das erstellt und die verschiedenen Links dann runterlädt, zeige ich auch gleich nochmal. Sieh das mal hier. Und als letztes Beispiel ist, wie es aussieht, wenn wir ein GIF haben mit Article Stories verbunden. Also das ist sozusagen aus einer Publikation, ein GIF wird erstellt. Da können Sie sich einfach die Seiten aussuchen. Das geht, glaube ich, bis 5 Seiten, und der rotiert da dann automatisch durch. Und hier werden dann auch wieder Article Stories, das haben wir ja auch schon gesehen,
von anderen. Und hier geht es dann auch wieder direkt zur Issue weiter und dann wieder auch zurück in den Newsletter. Und das war hier genau, das hatten wir, das Real Downton Abbey. Genau, das waren jetzt mal so ein paar Beispiele, wie das aussieht, wie das unsere Kunden wirklich real einsetzen. Und zu guter Letzt in der Demo, das ist jetzt nicht in dem Test-Account, aus dem wir gleich arbeiten, das ist von meiner Kollegin Jana, das ist ihr Demo-Account. Nur hier sind so ein paar Statistiken drin von der Publikation, um einfach das mal zu zeigen, wenn ich in dem Account, den ich mir erstellt habe, der ist einfach leer gerade und da steht noch nichts drin und das ist immer ein bisschen schwer zu zeigen, wie das dann aussieht. Aber hier sieht man so die, was sind so die Geräte, die das lesen. Ist es vom Telefon oder ist es vom Desktop? Tablets fallen ja auch unter Telefon. Hier wird nochmal angezeigt, kommt das von Embeds oder kommt das von issue.com, wo die das lesen. Und hier ist dann so ein bisschen die geografische Lage. Ne? Für alle Publikationen in diesem Account hier kam einmal aus Deutschland gelesen, dann in den Vereinigten Staaten hier nochmal was, Mexiko und so ein bisschen mehr Übersichten, kann das auch nochmal einstellen, kann das nochmal auf 6 Monate hochziehen, wie sich das dann verändert. Oder auf die sozusagen auf die gesamte Lebenszeit, hier sieht man dann so ungefähr, wann das so angefangen hat. Und er zeigt dann natürlich auch an, wie viel Reads es gab pro Publikation und dann pro Typ Article Story und Visual Story. Also das differenzieren wir dann auch nochmal, das kann man auch nochmal ein- und ausstellen hier und hier ist dann auch die Download-Funktion dazu. Okay, so, das war jetzt einmal der Ablauf durch die Demo. Wir sind mal durch so ein paar Sachen durchgegangen. Ich steige jetzt nochmal ein in den ersten Teil, wo ich nochmal so ein bisschen zeige, eigentlich, wie funktioniert so ein Upload und wie sieht die Plattform eigentlich aus, wenn man jetzt einsteigt. Da bin ich hier eingeloggt und bin in so einem, bin bei Issue drin. Und hier sehen Sie die Templates. Da gibt es einmal eine Download-Funktion, Preview, Magazin, Portfolio. Wenn Sie sich einen Account erstellen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie schon einen haben, dann das Questionnaire, wo Sie dann am Anfang durchgeführt werden, das führt dazu, dass das hier vorsortiert wird und sagt Ihnen dann, was Sie dann eigentlich machen wollen. Aber im Endeffekt hier, wenn dann auf Preview geht, dann können Sie sich das hier einmal ganz kurz angucken, so ein bisschen durchblättern und das dann auch runterladen in den verschiedenen Versionen. Upload ist auch relativ straightforward. Also das kann man entweder hier vorne direkt machen, hier Add a File, da drüber. Dann gibt es hier Publikationen, wo man das auch nochmal machen kann. Hier ist auch nochmal Upload. Wir haben die Button so weit wie möglich verteilt. Das sind die Dokumente, die jetzt schon publiziert wurden. Wir haben auch so einen Draft-Stand, wo wir die Sachen noch bearbeiten können. Und ich wollte auch einmal die Canva-Integration zeigen. Da habe ich eines unserer Profil, habe ich einmal das Buch hier genommen, das hier, und habe das einfach mal zu Canva übertragen, das einfach hier hochgeladen. Und hier können Sie dann editieren. Ne? Dann könnt ihr jetzt das Bild hier nochmal verschieben, wenn man das jetzt möchte. Und hier rechts oben, hier ist der Issue-Account ist jetzt hiermit schon verbunden. Hier können Sie sich dann auch aussuchen, welche Seiten Sie, wenn es jetzt eine oder alle sein sollen. Ich mache jetzt mal die ersten 10 einfach mal. Dann überträgt das Canva auch an unser System hier. Im Endeffekt ist das nichts anderes als einfach nur ein Upload. Er sagt hier, dass das hier erfolgreich war. Dann schauen wir mal. Das müsste jetzt hier auch unter den Drafts auftauchen. Hier oben sieht man das. Das System ist sogar schon fertig. Bei größeren Dokumenten kann das unter Umständen sein, dass die Dokumentenkonvertierung noch nicht fertig ist. Wenn das hier schon auftaucht, dann sagt es das aber und zeigt es dann an. Man kann hier schon mal hier so durchblättern. Hier und sich hier die Sachen schon mal so ein bisschen so angucken.
Dadurch, dass das noch nicht publiziert ist, gibt es auch noch keine Live-Ansicht. Wir können hier unten so ein paar Einstellungen machen. Ich bin auch hier schon als Premium-Kunde angemeldet. Und man kann so ein paar nette Sachen machen, kann das so ein bisschen zurückdatieren, wenn die Publikation schon ein bisschen älter ist. Und man kann auch den Publikationstypen auswählen, sagen, dass man Downloads erlauben möchte, dass er Links detektieren soll. Das können wir hier mal anschalten. Wir können auch mal sagen, dass er Downloads erlauben soll. Wir machen das mal alles an. Man kann das auch einstellen, dass die Publizierung an sich, also dass das ein bisschen zeitverzögert passieren soll. Und Sie können sich hier aussuchen, ob das einmal indiziert werden soll bei Issue oder als unlisted bleibt, dann kann man das einfach nicht finden. Dann ist es nur über den Link erreichbar, den Sie da selber haben. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so. Und ich publiziere das jetzt einfach mal. Fragt er mich noch, dass es auch soweit ist. Hier taucht dann eine Übersichtsseite auf, wo dann so ein bisschen Visual Stories dazu erzeugt werden. Das machen wir auch gleich mal. Und wie so eine Embedded-Version aussieht. Man kann das dann hier sich auch mal live angucken. Und da landen wir dann hier auf der Seite. Ich habe bisher nur ein paar Dokumente publiziert, deswegen taucht hier unten jetzt auch nicht so viel auf. Aber hier funktioniert das dann auch relativ straightforward. Genau. So. Das war das. Dann wollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen, wie man Links einfügt und Videos. Also wir können hier, gehen einfach mal hier links rein. Also man dann in den Text einsteigen. Entweder sagt er, welche Links er konvertieren soll, oder wir fügen einfach dann hier einfach auch welche hinzu. Das funktioniert, wenn er einfach hier so ein bisschen so das hier aufmacht. Da können Sie sich dann aussuchen, welche Art das dann werden soll, wie das dann aussehen soll. Ich habe hier mal so ein anderes Webinar von einem Kollegen, machen wir hier mal so ein Video an. Und man kann aber sagen, embedded in der Publikation mit Autoplay, dann geht das einfach an. Das zeige ich jetzt einfach mal das hier. Und ich füge jetzt hier auch nochmal einen Shopping-Link hinzu. Machen wir einfach dasselbe. Das ist, spielt jetzt auch gerade keine große Rolle. Und die anderen Links, ich glaube, das ist dann auch soweit klar. Muss das auf jeden Fall speichern, das haben wir auch nicht vergessen. Sonst werden die nicht angezeigt. Und wir gucken uns jetzt einfach auch nochmal an, wie das dann aussieht. Wir springen dann auf die jeweilige Seite. Und es hat anscheinend nicht geklappt. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Wow. Nee. Mal gucken, ob es noch nicht geklappt hat. Entweder habe ich es nicht gespeichert. Das kann ja auch immer gut sein. Nee, anscheinend hat er das nicht gespeichert. Dann machen wir es nochmal. So, fügen wir das einmal hier ein. Dann machen wir das hier nochmal. Und machen den Shopping-Link hier so. Speichern. Ah, ich habe nicht publiziert. Ah, da war es wieder. Genau. Fehler sitzt vor dem Gerät. So, steigen wir nochmal ein hier. So, hier geht es auch gleich los. Hier ist das Video. Das startet dann auch muted. Und hier unten zeigt er dann den Shopping-Link an. Das zeigt im Endeffekt auf dasselbe daher. Gut. So, was wollte ich noch zeigen? Genau. Dann zeigen wir einfach mal, wie es aussehen würde, wenn man das jetzt teilen würde. Also ich habe schon einmal gezeigt hier, es gibt hier den Shareable Link. Entschuldigung, ich springe so ein bisschen hin und her. Ich versuche einfach nur hier hin zu kommen. Hier oben ist dieser Share-Button. Hier kann man die Publikationslink kopieren. Der lässt sich auch hier raus kopieren. Also es gibt verschiedene Sorten. Hier können Sie draufklicken für das PNG
und das SVG von dem QR-Code, da wenn Sie dann einen MailChimp-Account haben, auch direkt hier drauf gehen. Chris, let me just jump in. We cannot see the... now we're there. Thank you. Thank you. Dankeschön. ich habe den Bildschirm. Wenn ich einmal auf einen anderen Bildschirm gehe, dann pausiert er die Aufnahme. Alles klar. Wunderbar. Also, was ich gemacht habe, ist einmal kurz nochmal auf die Publikation zu gehen und oben rechts auf den Teilen-Button. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch an die Links zu gelangen. Einmal über den Teilen-Button selber, der Publikationslink. Kann man einfach hier raus kopieren. Der QR-Code hier, wie gerade schon erwähnt, noch nicht gezeigt. PNG und SVG. Und der Fullscreen-Sharing-Link, den man auch nochmal einstellen kann. Aber da komme ich jetzt gleich mal dazu. Genau, und die Konfigurationen sind hier weiter hier unten. Dann kommen wir mal auf die verschiedenen Arten. Also hier ist auch nochmal, hier kann man nochmal genau dasselbe auch nochmal rauskopieren und das auch nochmal teilen. Das ist einfach nur das, was in dem Kontextmenü unter Share schon drin ist. Unter Embedding, hier können Sie auch noch verschiedene Konfigurationen machen, also dass das responsiv ist, Einzelseite, dass er da automatisch durchflippen soll, auf welcher Seite der starten soll. Können auch das Issue Branding und den Share-Button auch verstecken, kann nochmal ein anderes Logo machen, ein anderes Bild. Auch hier die Hintergrundfarbe lässt sich dann auch nochmal verändern. Also da gibt es zwei verschiedene Konfigurationen, einmal im Fullscreen und einmal einmal normal. Und dann lässt sich dann hier den, kann man dann den Embed-Code hier einfach rauskopieren und an jeweiligen Stelle im WordPress oder Squarespace oder wo auch immer dann einfach rausnehmen und da rein kopieren. Selbes Prinzip hier, Fullscreen-Sharing, kann man auch nochmal wieder an der Farbe verändern und die Konfigurationen sind dann relativ ähnlich, auch wieder hier die Startseite einstellen, das Logo, Background, Image, den Share-Button auch noch verstecken oder nicht. Genau, so. Genau, jetzt haben wir Teilen gezeigt, jetzt wollte ich nochmal auch nochmal Article Stories, Visual Stories und GIFs zeigen. Ich fange mit GIFs an. Die sind extrem, das ist extrem einfach. Also man wählt hier einfach so ein paar Seiten aus und der Vorteil ist, sind schon relativ begrenzt. Und klickt dann hier auf Download, entweder als GIF oder als Video. Ich drücke das jetzt mal nicht, weil dann geht einfach nur der Download los. Sollte das mal hakeln, einfach eins gleich mal wieder nochmal neu probieren. Und für diejenigen mit einem MailChimp-Account, da kann man das auch gleich direkt übertragen an MailChimp. Und der fügt das dann als Asset in den Account mit ein. Bei Visual Stories, das sieht so aus, wenn man hier nichts hat. Ich starte jetzt einfach mal hier mit einer Visual Story. Da kommt man in die Seitenauswahl rein. Hier ist in der Regel am besten einfach nur mit Bildern zu arbeiten. Also ich suche mir jetzt einfach mal die hier aus, klicke hier drauf und der lädt dann so ein bisschen, muss man ihm eine Minute geben, können hier einfach auch einsteigen und die Seiten auch hier den ganzen Text einfach verändern. Man kann hier Sachen durch die Gegend schieben. Wenn hier so die Hand hier entsteht, das kann man so verschieben. Auch das lässt sich hier verschieben. Alles und die Seiten sind dann immer leicht so ein bisschen anders. Der erkennt auch Text dahinter, die werden für SEO werden die indiziert und am Ende klickt man einfach auf Create Story. Das dauert dann so einen Moment. Im Hintergrund sehen Sie da schon, wie die Animation da spielt. Der erzeugt jetzt quasi einen Video, was wir dann runterladen können. Das dauert so ein bisschen, bis das hier unten soweit ist. Vielleicht geben wir der Sache jetzt mal eine Minute. Manchmal braucht er immer so ein bisschen. Aber hier können Sie auch noch den Text verändern. Und wenn man dann hier auf Share klickt, haben wir einmal die Möglichkeit, sich direkt diese Seite, die ich vorhin auch schon gezeigt hatte, das war dieser AMP-Issue, was einfach die Animation zeigt, der Visual Story. Die läuft dann also durch. Sie können sich entweder das komplette Video runterladen als Einzelseiten
oder auch direkt in Social Media, Media teilen. Und die letzte Möglichkeit, Article Stories, da klickt man einfach hier drauf. Article Stories funktioniert quasi selbes Prinzip. Wir machen jetzt einfach mal ein, zwei Sachen hier, gehen mal in den Editor rein. Das in dem Fall hat er das jetzt nicht erkannt hier, dass das so zusammengehört. Wir sehen hier, übernimmt er schon sozusagen ein Bild. Ausgehend vom Text wird auch gesagt, so ungefähr, naja, wie lange liest man dann hier so da dran? Man kann ja auch immer wieder neue Sachen einfügen, neue Paragraphen. Man kann auch sagen, dass das eine Überschrift ist. Und das publiziert man dann auch. Und dann ist sozusagen ähnlich, als wenn Sie die Publikation einfach auf Issue hochladen. Wenn wir das publiziert haben, hier ist nur dediziert darauf für Article Stories. Und der zeigt das auch an, wie das dann auf einem Mobile Device aussehen würde. Kann man auch mal eine Visual Story davon erzeugen für diejenigen, die das dann möchten. Genau. So. Das war es so ziemlich. Das war jetzt ein relativ schneller Durchlauf, was das System kann. Eine Sache nochmal, die alle Menüpunkte können einmal in der Publikation selber erreicht werden oder auch von dem Startmenü. Hier steht es auch nochmal Article Stories, Visual Stories. Und dasselbe ist dann hier unter dem Menüpunkt Repurpose, Article Stories, Visual Stories und hier sind dann auch die GIFs und das Teilen ist dann hier alles drin. Also das ist immer am einfachsten, direkt in die Publikation absteigen und dann reingehen. So, das waren jetzt so mal die wichtigsten Punkte. Wir haben über das Erstellen und Optimieren von Publikationen gesprochen, wie man das teilen und embedden kann, wir haben die verschiedenen Formate und die Statistiken gesprochen. So, dann würde ich jetzt einfach mal zu dem Fragenteil kommen, wenn da welche sind. Scheint die jetzt soweit schon alle beantwortet. Jana, du warst da schon sehr schnell. Ich schaue einfach mal. I actually answered all the questions. Oh ja, du hast sie schon alle beantwortet. Okay, aber wir können aber noch mal ganz kurz nochmal drauf gucken. Er hat da ein technisches Problem. Okay, gut. Da ist noch eine Frage. Ah ja, das war mit dem, wo das Sharing pausiert war. Entschuldigung dafür. Okay, dann wenn wir jetzt mit den Fragen so weit durch sind. Ach du, da ist eine Hand oben. Remy, ja, dann muss ich hier irgendwas machen mit Unmute. Das kann ich einmal. Jana, can you unmute the attendee? Yeah. Remy, dann los. Was kann ich irgendwie helfen? Deine Hand ist oben. I think everyone is unmuted. And if they have questions, they can ask in the Q&A. Okay. Wunderbar. Dann, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann nochmal so ein kleiner Hinweis, was jetzt noch folgt. Es gibt noch eine Follow-up-E-Mail zu dem Webinar mit noch ein paar mehr Informationen und auch einem Discount-Code für neue oder Basic-Plan-Users, 30% aufs erste Jahr. Das ist webinar30.de. Den einfach verwenden, um auch die Premium-Features vergünstigt nutzen zu können. Es gibt auch ein Webinar-Survey, was direkt danach kommt. Da einfach bitte mitmachen. Das hilft nochmal auch zu gucken, weil wir gerade feintunen, für welche Sprachen diese Webinars hilfreich sind und ob das geholfen hat und auch nochmal Feedback zu geben. Das würde mich auch sehr freuen. Und ja. Gut.
Ich glaube, damit sind wir durch. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Also ich kann jetzt, ich bleibe jetzt noch einfach noch ein bisschen hier, wenn es da jetzt noch Fragen gibt. Ansonsten sind wir eigentlich fertig. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag. Danke. Bye.